Eine Ballettproduktion mit Lokalkolorit, das ist die Besonderheit des neuen Coppelia-Balletts in der Dresdner Semperoper. Der Ballettdirektor Aaron S. Watkin hat die Bühnen- und Kostümbildnerin Roberta Guidi Di Bagno dafür begeistern können, diese Coppelia-Premiere in der Choreografie von Georges Balanchine und Alexandra Danilova nach Marius Petipa auch dadurch in eine spannende und einzigartige Aufführung zu verwandeln, indem sie eine Ausstattung entworfen hat, die von der nahe Dresden perfektionierten berühmten Porzellankunst inspiriert ist. Of course it's not 18th century, but a bit of Meissen. So I thought that maybe Coppelius was not only an inventor, but his chemical formula was also about porcelain and books. He really wanted to give life to these dolls, and that was his intention. And the porcelain connects, I think, the story of the doll to that world. Coppelia basiert als große Ballettkomödie auf der bekannten romantischen Erzählung Der Sandmann von E.T.A. Hoffmann, feierte im 19. Jahrhundert große Erfolge und thematisiert zudem erstmals die Verlebendigung einer Puppe und damit die zeitlose Auseinandersetzung von Mensch und Maschine. Georges Balanchine hatte für seine 1974 entstandene Coppelia auf die klassische Choreografie von Marius Petipa zurückgegriffen, die 1884 für das kaiserliche Ballett St. Petersburg kreiert worden war. Mehr als drei Jahrzehnten kehrt dieses Coppelia-Ballett nun nach Europa zurück und ist in Balanchines Version als großes komisches Handlungsballett zum ersten Mal auch in Deutschland zu erleben. Abweichend allerdings von Petipa hat Georges Balanchine seinerzeit für den dritten Akt eine neue Choreografie zur romantischen Musik von Leo Delibes geschaffen, um Musik und Handlung schlussendlich in ein Tanzschauspiel zu verwandeln und das gesamte Corps de Ballet dabei von 24 Kindern getanzt wird. Partien, die nun hier von Studenten der Dresdner Palucca Hochschule für Tanz übernommen worden sind. Eine zugleich originale und originelle Dresdner Produktion also.